Aloha, meine Herrschaften und Damschaften und genau, und meine lieben Freunde und solche, die es werden wollen, zurück zu Resident Evil 4. Meine kluge Stoppuhr ist leider verschütt gegangen gerade und deshalb muss ich die heutige Episode einfach, ich bin einfach zu faul, um mein Handy zu holen, aber ich werde jetzt einfach mal nach Gefühl die Zeit stoppen für die heutige Episode und ich lasse diesen Anfang jetzt auch drin, weil er so richtig schön reingeschissen ist, wie es nur irgendwie geht. Wir stehen jetzt hier vor vermutlich einem Bosskampf. Wir haben uns in der letzten Episode hier an diese Salazar-Statue, also wir wurden von dieser lustigen Salazar-Statue verfolgt, haben ihm mit einem Messer gepiekst und stehen jetzt hier vor einer Tür, wo wir Munition bekommen haben. Was nie ein gutes Zeichen ist. Ich werde jetzt mal in mein Inventar gehen. Ich habe schon den lieben Ratschlag bekommen, doch meine Waffen alle durchzuladen, bevor ich durch diese Tür gehe. Das mit dem Durchladen, das ist allerdings, das ist hier leichter gesagt als getan, denn allzu viel zum Durchladen habe ich gar nicht. Ich gucke aber mal, ob ich mich vielleicht noch irgendwie mit ein bisschen irgendwas eindeckeln kann beim Händler. Ein bisschen Money habe ich ja noch. Ja, zum Tunen reicht's leider nicht, aber checken wir einfach mal. Na, Munition kann ich ja leider nicht kaufen. Und Erste-Hilfe-Spray ist auch aus. Das ist so eine Sache, die ich nie so ganz verstehen werde, wieso man bei diesem Händler keine Munition kaufen kann. Und ich wurde höflich darauf hingewiesen, die Waffen durchzuladen. Das werde ich dann dementsprechend auch tun. So. Und für den Notfall habe ich ja hier noch den Raketenwerfer da. Ja. Irgendwie habe ich das böse Gefühl, dass ich relativ wenig Munition dabei habe. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Aber ich habe so ein paar Blendgranaten. Die könnten mir vielleicht was bringen. Und den hier habe ich auch noch. Der macht ja ziemlich gottlosen Schaden. So, gibt's noch was zum Durchladen? Ja. Meine Standardpistole gibt's noch zum Durchladen. Ich würde auch sagen, mit der Standardpistole würde ich dann auch erstmal anfangen. Na, dann schauen wir doch mal, was uns hinter dieser Tür erwartet, ne? Oh, Cutscene. Oh, schön. Ein Dings. Tätige ich mal einen tüchtigen Schluck davor. She left with my men to an island. What? Ich find's schön, dass das nochmal gezeigt wird. I think it's time I paid my due respects towards your impressive and stubborn will. Okay. Mr. Kennedy, welcome. Welcome, honored guest, to the birthplace of our dynasty. Ach, wunderschön. Na, du kannst gern da drin bleiben. Du Kacklappen. Alles klar. Cool. Was wird wohl der Weakpoint sein? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Na, natürlich geht die Tür zu. Na Mahlzeit. Oh, ist es ein stationärer Boss? Ja, er ist auf einmal sehr wütend. Monsters. Guess after this there'll be one less to worry about. Aber Leon nimmt das glücklicherweise cool. Okay. Hat er mich gerade erwischt? Ich habe nicht hingeschaut. Vermutlich, ne? Oder muss ich hier einfach nur ausweichen? Okay, mit mäßigem Erfolg ausweichen. Na gut, aber so viele Tastenkombinationen gibt's ja nicht.
Okay. Okay, das war so mäßig erfolgreich. Ich glaube, ich heile mich mal bei der Gelegenheit. Na, ich muss ja eigentlich immer nur auf die Quicktime-Events warten, ne? Okay, das ist jetzt Phasenwechsel oder so. Aber jetzt ist er entblößt. Wenn er entblößt ist, dann sollte das natürlich, dann sollte ich das natürlich nutzen, um da reinzuhalten. Hopp! Na, herunter will ich eigentlich gar nicht. Ich fühle mich eigentlich ganz wohl hier, wo ich bin. Also, das möchte ich nur sagen. Die Frage ist eigentlich, was ist... Oh! Okay, er one-shottet mich damit. Das ist natürlich uncool. Das ist natürlich uncool. Aber was ist denn eigentlich jetzt der Boss? Also, ist der Boss jetzt das Auge oder ist der Boss er? Das ist eine interessante Frage. So, kann ich die Cutscene jetzt überspringen? Okay, also... Okay, aber... Ich glaube, ich sollte einfach nicht in der Mitte stehen, ne? Wenn er mich damit one-shottet, sollte ich einfach nicht in der Mitte stehen. Aber der Move ist ja schon so ein bisschen Bullshit, oder? Ich weiß nicht. Weil ich kann ihm nicht ausweichen. Okay. Ich könnte ja mal das Ding benutzen. Okay, jetzt zweite Phase, ne? Genau. Dann werde ich jetzt mal hier... Da werde ich ja mal fröhlich reinhalten. Jetzt mal fröhlich nachladen. Jetzt mal fröhlich durch die Gegend laufen. Okay, man kann es eigentlich doch ganz gut kommen sehen, ne? Also ich lade mal nach. Ja gut, ich muss ausweichen. Ich habe schon gesehen. Nee, komm! So. Hoppala. Ja, das war nichts. Nutze ich die Gelegenheit mal, um meine Waffe zu wechseln. Na gut, aber wenn man erstmal weiß, was der Move macht, dann ist es nur noch halb so schlimm.
Wenn man erstmal weiß, was dieser Move macht, dann ist es nicht mehr so das Problem. Hoppala. Ey, das wollte ich gar nicht, du Kacklappen. Wie jetzt? Das war gar nicht mein Ziel. Ich wollte raufklettern. Du Lurch. So. So, jetzt würde ich mal die Waffe wechseln. Na, hier auf die, So, nachladen. Ich würde mich gerne mal heilen. Ich habe das Gefühl, dass der eine Move so ein bisschen bullshittig ist, ne? Okay. Okay, dann wechsle ich es mal auf die Schrotze. So, auf die Schrotze gewechselt. War's das? Oder nur Phasenwechsel? Das war's. Okay, wow. Ich bin überrascht. Na gut, er hat halt einen One-Shot-Move. Also er hat halt einen Move, der einen One-Shottet. Weil One-Shot-Moves haben das so an sich, dass sie einen One-Shotten. Aber eigentlich für so einen stationären Bosskampf, also ich mag ja generell so stationäre Bosskämpfe gar nicht, ne? Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Die sind einfach mehr so meh. Aber für so einen stationären Boss eigentlich ganz cool, ne? Vor allem in so einem recht, na, in einem Spiel, das schon ziemlich clunky ist. Das möchte ich dem Spiel jetzt auch gar nicht vorwerfen, weil das war halt einfach der Standard anders damals. So, sind jetzt die ekligen Viecher unten wieder da? Nee, oder? Okay, aber im Bossraum hier wäre einiges an Munition noch gewesen. Das ist auch nur fair so, weil es kann ja auch passieren, dass man mit ganz wenig Munition nur bei diesem Kampf ankommt. Das hätte ja auch passieren können. Was ich übrigens so ein bisschen nervig finde, ist, dass immer, wenn ich loslaufe, also wenn ich was mache, die Kamera sich automatisch so nach oben zentriert. Das finde ich ein bisschen komisch. Um nicht zu sagen, ich finde das etwas nervig. Aber man muss ja diesen Bosskampf auch machen können, wenn man vorher ganz viel Munition verbraucht hat. Deshalb ist das nur fair, dass hier ganz viel davon rumliegt. Also finde ich. Aber es wäre, glaube ich, ziemlich stressig, die Munition sammeln zu müssen während des Kampfes. Das gebe ich zu. Und aber der erste Bosskampf in dem Spiel, der sich so angefühlt hat, als wäre da eine Idee dahinter. Oh, 50.000 Geld. Sehr gut. Der erste Bosskampf, der mir jetzt tatsächlich ein bisschen gefallen hat. So.
Da sind wir jetzt draußen. Ashley ist ja wieder mal abgedüst. Die kriegt auch überhaupt nichts allein geschissen. Aber das ist halt auch der, das ist halt auch so der Main Plot, dass die nichts geschissen kriegt ohne uns. Naja, ihr habt mich ja belehrt. Ihr habt mich ja belehrt. Das heißt, ich werde auch jetzt natürlich alle meine Waffen wieder durchladen. Und ich will mir ja nicht nachsagen lassen, dass ich die eure Ratschläge nicht ernst nehme. Sehr, sehr schön. Jetzt sollten wir durch. Und wir haben uns unseren Raketenwerfer noch aufgespart. Das ist ehrlich gesagt eine Sache, die ich ziemlich cool finde. Weil das ist ja, glaube ich, so in dem Spiel so eine Art, du kommst aus dem Gefängnis Freikarte, ne? Da war, glaube ich, was. Oh! Dann klettern wir doch mal herunter. Und ich habe jetzt schon jegliches Zeitgefühl verloren dafür, wie lange diese Episode geht. Ich würde mal schätzen, so eine Viertelstunde. Ach nö. Diese dämliche Scheißschlange. So, also dann rein mit uns. Demzufolge kann das passieren, dass diese Episode absolut random plötzlich 2 Stunden lang wird, weil ich kein Zeitgefühl habe. Oder dass sie super schnell vorbei ist. Oh, ich soll doch mal wieder an der Zeit für diese unsichtbaren Viecher, oder? Ich habe, glaube ich, auf der Karte schon gesehen, dass es hier einen Händler gibt. Ja. Die nervige Musik setzt auch wieder ein. Ein Spinell. Und Tap. Sehr schön. Sehr schön. Lecker Munition. Noch mehr lecker Munition. Oh. Wunderschön. Hast du eigentlich was Neues für mich? Ne, was Neues zum Kaufen hat er nicht dabei tatsächlich, aber vielleicht was zum Tunen. Ich könnte meine Pistole auf jeden Fall nochmal tunen, weil ich die ja sehr häufig schon benutze. Dass ich zumindest den Schaden nach oben krieg. Und hier, lohnt es sich da, den Schaden überhaupt noch aufzuleveln? Lohnt sich das? Ich weiß es nicht. Es ist sauteuer, also wahrscheinlich eher nicht so. Würde ich vielleicht eher hier den Schaden vom... Na, da reicht mir nicht das Geld dafür, um den Schaden vom Schrotgewehr hochzuschrauben. Wie sieht es hier aus? Hier habe ich schon den Schaden schon maximiert, okay. TMP. Ja, dann erhöhen wir hier den Schaden halt, ne? Sehr, sehr schön. Die werden wir gleich mal abspeichern. So. Naja, jetzt kann ich es ja sehen. 18 Minuten haben wir bis jetzt gespielt. Kann ich cheaten. Großartig. So, dann gehen wir jetzt hier mal durch die Tür. Oh, Cutscene. Hallöchen. Need a ride, handsome? Eigentlich nicht. Okay. So, getötete Gegner 46, verlorene Leben 3. Ja, das war Bullshit. Speichern. Warum steht das eigentlich standardmäßig auf Nein? Kann mir das mal jemand erklären? Ich bin ja überhaupt kein Resident Evil Experte, ne? Also das ist ja mein erstes Resident Evil Spiel, was ich überhaupt spiele. Aber die beiden sollten sich doch eigentlich schon kennen, oder? Die kennen sich doch aus Teil 2, soweit ich weiß. Oder ist das nur in der Remake-Fassung so? Vielleicht werde ich es ja gleich erfahren. Ich bin nämlich absolut nicht in der Lore drinnen. Also das Outfit hat auf jeden Fall meine Zustimmung. Es hat auf jeden Fall meine vollste Zustimmung, das Outfit. Oh, Leon, du bist so hart. Komm, jetzt ist das Opfer schon wieder da.
It seems that way. Sadler, why don't you give up and let Ashley go home? Perhaps you are disillusioned with overconfidence, just because you killed my small-time subordinate. Sadler, you're small-time. Oh, Mann. Ride in my cage of torment, my friend. Okay, glücklicherweise ist hier direkt, wo wir rauskommen, auch ein Weg. Oh, schöne Musik. Ich werde mich mal heilen. Einfach, wenn ich schon dabei bin. Schau mal auf die Karte. Okay. Jetzt sind wir hier wohl auf einer Insel gelandet. Was hat es denn mit diesem Spiegel da hinten auf sich? Kann ich da drauf schießen? Bislang nicht, ne? Aber ich habe ihn schon auf jeden Fall gefunden, den Spiegel. Höp! Was mich mal interessieren würde, ob hier auch wieder die gleichen Random-Gegner unterwegs sind, wie in den Gebieten davor. Oder ob wir jetzt mal neue Gegner bekommen. Höp! Das würde ich nämlich extrem begrüßen. Chillige Mucke auf jeden Fall. Das stürzt doch ein, wenn ich drüber gehe, oder? Aber ich check mal aus, was wohl der finale Weg... Okay, das ist wohl der Weg, den ich lang soll. Dann gehe ich erstmal hier lang. Wenn das hier der falsche Weg ist, gehe ich erstmal hier lang. Hep! Und hep! Oh, ein Smaragd. Sehr schön. Das war's hier in dem Eckner. Genau. Und hep. Und hep. Ich begrüße das übrigens sehr, dass es auf diese Art und Weise unmöglich ist, wo reinzufallen. Praise the Mighty Wassertextur. Na gut, 2005, ne? Was willst du erwarten? Och nein. Ich bin mal wieder weg. Ciao. Ich will nicht. Ich will nicht. Ja, danke, jetzt ist wieder still. Oh. Oh, meine Lieblingsgegner sind wieder da. Ach so, zurückspringen ist nicht. Ich würde ganz gerne mal... Okay, ich mach das mal so. Was hast du denn für eine schöne Waffe? Ihr duckt euch. Ihr seid aber sneaky. Und ihr könnt rennen. Wo habt ihr das denn gelernt? Ach so. Na gut, jetzt wurde ich ja schon entdeckt. Das ist ja egal. Achso, kann ich das nicht nehmen? Doch, kann ich. Höchst interessant. Ich gehe mal davon aus, dass der Plan eigentlich sein sollte, dass ich nicht entdeckt werde von... Auf jeden Fall haben sie in einen neuen, angespannten Soundtrack investiert. Oh! Wo bist du denn? Ich habe irgendwo den Angry Guy gehört. Der Reflektor ist drehbar.
Ach so, ich soll hier so ein Rätsel lösen. Mal gucken, wie weit kann ich ihn denn drehen? Ich gehe mal davon aus, dass ich das Licht dann auf diesen Kristall da drehen muss, oder? Aber könnt ihr mal aufhören mit eurer... Oh! Was genau ist denn deine Mission? Wo bist du eigentlich? So, dann wechseln wir mal die Waffe. Also ich meine, ich kann das eine Weile weitermachen hier. Oh, hi. Okay, so schlau war das gar nicht, was ich gerade gemacht habe. Aber gut, dass der Typ ein bisschen was gedroppt hat. Das finde ich sehr schön. Oh, hi. Ich glaube, ich habe wieder einen strategisch guten Punkt erreicht. Ich habe einen strategisch sinnvollen Punkt erreicht. Hallo. Ich kann das den ganzen Tag machen. Ich nutze die Gelegenheit mal, um meine Schrotze durchzuladen. Die Mucke geht auf jeden Fall gut ab. Hi. Ciao. Hol. Ja, da schaust du was, ne? Was? Was habt ihr denn Interessantes zu erzählen? Also wollt ihr vielleicht mal hochkommen? Oh, ich höre schon die Leiter. Hallöchen. Also ich finde die Gespräche, die Beiträge, die die liefern, auf jeden Fall interessant. Also die Gegner in diesem Spiel haben auf jeden Fall eine große Schwäche und das sind Leitern. Die haben so lustige Schockstäbe, kann das sein? Ich kann das den ganzen Tag so machen. Leon, hör doch mal auf, so rumzuzittern mit deiner Hand. Du hast überhaupt kein Problem. Ich kann das gerade mit einer Hand spielen. So harmlos ist die Situation. Oh, hi. Du bist aber weit geflogen. Wo? Oh, ach so. Ja, du bleibst mal unten. Ach so, aber was genau ist jetzt dein Plan da hinten eigentlich? Also was genau ist dein Plan? Achso, du versuchst mich da zu snipen, oder? So irgendwie... Mit mäßigem Erfolg habe ich das Gefühl. Okay, jetzt ist die Tür zu. Okay, jetzt ist die Tür wieder offen. Okay. Naja, dann warte ich halt mal mit ihr, bis ihr mit eurer unfassbar langsamen Wegfindung wieder hier ankommt, oder? Ich könnte eigentlich mal so ein paar Granaten benutzen. Kommst du mal her? Das ist spannendes Gameplay. Also es ist äußerst spannendes Gameplay. Hallo? Matsch.
Irgendwo ist noch einer mit seinem Elektro. Ich habe leider keine Ahnung, wo der Dude ist. Okay, also die wissen offenbar immer, wo ich bin. Wo? Oh, da! Oh, irgendwas gluckst. Okay, das ist natürlich schön. Was weniger schön ist, ist, dass meine Munition mal schon wieder alle ist. Wo glitzert's denn schon wieder? War da drin nicht noch irgendwie einer? Also die Musik ist auf jeden Fall wieder übelst gestresst. Was ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann. Oh! Munition. Cool. Was haben wir hier so? Musik stresst übelst rum. Ich bin eigentlich ziemlich gechillt. Ach, in dem... Ah! In dem Turm könnte noch was sein, ne? Oder muss ich die... Ich meine, ich kann die ja so verstellen. Der Reflektor ist drehbar, ja. Ich denke mal, den da muss ich dann... Oder muss ich die so aufeinander richten? Aber ich kümmere mich lieber erstmal um die Pfosten, die hier noch irgendwo rumrennen. Wo seid ihr? Wir haben hier so viel grünes Gras. Das kann ich gar nicht alles gebrauchen. Kann ich da noch irgendwie rauf? Auf den darauf würde ich... Ah, ja, hier, Leiter. Oh, aber Leiter ist kaputt. Das ist natürlich doof. Könnt ihr mich vielleicht mal ein bisschen besser verfolgen mit eurem Strahler? Da oben ist euer Strahler, na? Und euer Strahler verfolgt mich. Und ich denke mal, ich kann den Strahler... dann auf das Ding da oben vielleicht ziehen, wenn ich hier oben stehe oder so. Strahler? Okay, jetzt habe ich den kaputt gemacht, den Strahler. Ob das jetzt so Sinn der Sache war, weiß ich natürlich nicht. Was mich ja schon mal interessieren würde, ich könnte natürlich auch einfach mal oben schauen, was denn jetzt, was ich denn hier jetzt machen soll überhaupt. Also, ich könnte mal an der Tür schauen, was überhaupt meine Aufgabe ist. Denn irgendwie muss ich hier wohl irgendwie Licht, irgendwas mit Licht machen. Ich schau mal an der Tür. Wenn sie mal aufhören könnten, die ganze Zeit hier ihre lustige, spannungsgeladene Musik zu spielen. Weil es ist doch niemand da. Was ist denn euer Problem? Es ist doch gar niemand da. Weil hier ist so allzu groß. Ist der Abschnitt jetzt auch nicht. Ah, okay. Ich muss da erst hingehen. Was ist damit?
Lässt sich nicht öffnen, alles klar. Ich muss das so machen. Ich hab's schon verstanden, okay. Aber wo ist denn jetzt der letzte Gegner? Also der, der dafür verantwortlich ist, dass die Mucke die ganze Zeit am Ausrasten ist. Ich find's auch schön. Ich finde es auch schön, dass man das Rätsel erst lösen kann, wenn man zur Tür gegangen ist. Vielleicht kommt auch noch ein Dude, wenn ich die Tür jetzt aufmache. Ah, das kann sein, dass durch die offene Tür noch ein Dude kommt. So. Dann drehen wir das hier mal noch. Ja, ich möchte ihn gerne drehen. Das sind auch absolut naheliegende Mechanismen. Also, okay, das... Ah, okay. Das Rätsel war für die Musik verantwortlich. Das Rätsel war für die Musik verantwortlich. Aber ich frage mich schon immer, wer baut sowas? Das ist, glaube ich, aber auch so Resident Evil-Logik, oder? Das ist, glaube ich, so Resident Evil-Logik. Absolut sinnlose Konstruktionen bauen. Dann hüpfe ich hier mal rüber. Hallo Munition. Sagt mal. Was ist denn euer Problem schon wieder? Doch gar keine Hobbys, oder? Und wie viel Gras wollt ihr mir eigentlich noch zur Verfügung stellen? So viel Gras kann doch kein Mensch. Ach so, ich wollte mir eigentlich umdrehen. So, wir gehen das jetzt ganz strategisch an. Pass auf. Wir werfen jetzt eine Blendgranate. Haha, man soll mir ja nicht nachsagen, dass ich die Tools des Spiels nicht nutzen würde. Und jetzt knallen wir ihn ab. Oh, du siehst noch nicht mal was. Du bist immer noch blind. Ja, durchaus. Ih, was hinterlässt du denn für eine Suppe? Okay, raufklettern, dann geht's weiter. Dann klettere ich doch erstmal nicht rauf, wenn es oben weitergeht. Ach so, nee, von hier kann ich einfach nur das überblicken, okay. Na dann klettere ich wohl doch rauf. Ist das jetzt das Ende von diesem kurzen Areal? Augenscheinlich. Ich höre doch schon wieder irgendwas. Sind das Schockstäbe oder sind das die Lampen hier? Ich kann das nicht so ganz auseinanderhalten. Ach, wo denn schon wieder? Oh, hi. Hier bin ich. Wo sind denn deine Freunde? Ach, da oben ist schon wieder ein Scheinwerfer. Kann ich die kaputt schießen wieder? Offenbar nicht aus so weiter Distanz. Was ich ein bisschen schade finde, aber so kann ich die doch hoffentlich kaputt schießen. Du willst mich doch verarschen. Nee, ich darf die Scheinwerfer nicht kaputt schießen. Ich darf sie leider nicht kaputt schießen. Das ist zwar absolut nicht logisch. Hi. Oh, du hast mir eine hübsche Maske auf. Du siehst aus wie aus Borderlands entlaufen.
Ihr seht beide aus und ihr seid verdammt schnell. Ich habe wieder einen strategisch guten Punkt erreicht. Wo ihr mir nichts könnt, ne? Da schaut ihr was, ne? Ups. Okay, du lebst noch. Ich könnte auf deine Hand schießen. So, nehmen wir mal Munition mit. Geld. Ich könnte ja eigentlich auch mal die Lage auschecken. Hier auf der Karte. Okay, das ist jetzt das nächste Areal. Da oben gilt es hinzukommen. Da ist der nächste Händler. Also der nächste Checkpoint. Was kann ich denn nehmen? Ein Smaragd, okay. Aber ich gehe mal davon aus, dass es hier in dem Areal jetzt tatsächlich schlauer ist, alles hier durch diese Höhlen zu machen, als außen rum zu laufen. Beziehungsweise vielleicht einfach zuerst durch die Höhlen und danach außen rum. Rotes Gras. Sehr schön. Rotes Gras können wir gleich kombinieren. Wir können uns eigentlich bei der Gelegenheit auch eben voll heilen mit einem grünen Gras. Dann haben wir das auch hinter uns. Oh, kann ich das hier sprengen? Sehr cool. Sehr, sehr cool. Was haben wir denn hier für lebensbejahende Höhlenmalereien? Ja. Hat was. Wie kam es hierzu? Oh, eine hässliche Katze. Ah nee, ein Luchs soll das sein. Okay. Darf ich hier vielleicht... Darf ich den Pixel treffen? Und ich gehe mal davon aus, wenn ich jetzt das hier probiert hätte, wäre ich auf die Pixel gefallen. Jetzt würde mich ja in den Fingern jucken, das auszuprobieren, aber dann würde ich ja wahrscheinlich sterben und müsste das nochmal machen hier. Oh, da steht er ja alle versammelt. Okay, das... Mir gefällt übrigens der Kamerawinkel, auf dem ich gerade kämpfe. Darf ich jetzt vielleicht mal über mir den Scheinwerfer kaputt machen? Nee, leider immer noch nicht, ne? Na, dann heilen wir uns mal wieder ganz entspannt. Mit ein bisschen Gras. Oh, hi! Cooler Sound, by the way. Oh! Wo kamst du denn her? Über mir kam doch auch noch einer, oder? Ah, nee. Ich dachte, über mir wäre der gewesen. Ja, hier.
Okay, hinter mir ist jemand. Oh je! Heilung, Heilung, Heilung! Notstopp, Notstopp und Heilung. Notstopp! So, jetzt habe ich wieder den strategisch günstigen Punkt erreicht. Sehr gut. Denn mir ist es immer lieber, wenn die Gegner vor mir sind, als wenn sie hinter mir sind. Und ich könnte jetzt hier eine schöne Blendgranate. Kann man die lustigen Viecher blenden? Ich werde es herausfinden, ne? Das war jetzt direkt eine gefährliche Situation. Wo denn? Ach, da. Ja, ja, hast du es mal. Oh, du bist aber ziemlich hässlich. Kann ich dein... Hier, dein Dynamit am Arsch kann ich nicht abschießen. Okay, das war's. Darf ich jetzt vielleicht diesen Scheinwerfer da oben kaputt machen? Wo? Und da! Da komm da! So, jetzt, ich bin gespannt. Da komm da! Würde ich gerne messern. So. Munition. Oh, das war's jetzt wohl. Okay. Gras. Und sonst darf ich oben nichts machen, oder wie? Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen, dass das mal wieder für absolut nichts Nutze war. Ich glaube, ich hätte doch eigentlich auch einfach durchrushen können, oder? Zur nächsten Tür, oder? Oder brauche ich hier jetzt einen... Das ist ein Schalter. Drücken. Ja, ich hätte ja auch einfach durchlaufen können, oder? Und hier unten haben wir jetzt unseren heiß ersehnten Checkpoint. Welcome. Dann warum gehe ich jetzt überhaupt zu dir? Ich habe doch... Ich kann neue Sachen kaufen. Okay, Schatzkarte Insel kann ich kaufen. Und... eine neue Magnum kann ich kaufen. Die noch teurer ist als die davor, aber die hat ein Zielfernrohr. Sonst noch was? Nee. Sonst nix. Na, das überlegen wir uns aber für die nächste Episode. Denn meine innere Uhr sagt mir, dass wir jetzt hier am Ende angekommen sind. Speichere ich einmal wunderschön ab. Ich glaube, wir haben einiges geschafft und sollten jetzt aber doch früher oder später mal hier im letzten Hauptgebiet des Spiels angekommen sein. Ich zoome nochmal raus. Das wird sich auf jeden Fall noch ein bisschen ziehen. Wir werden es sehen, aber wir werden es erst in der nächsten Episode sehen, wie es hier weitergeht. Bis dahin, haut rein. Wir sehen uns. Ciao, ciao.